Moin Autopflegefreunde, wir haben heute zwei Reifenpflegen im Vergleich und die sind relativ unterschiedlich zueinander. Wir haben nämlich einmal ein Produkt, was einen relativ satten, nassen Look machen soll. Eins, was ein bisschen dezenter funktioniert, eins ist ja ein bisschen hochpreisiger, sage ich mal. Das andere ist auch nicht gerade günstig, aber liegt trotzdem deutlich darunter. Und wir haben hier einmal eine ziemlich flüssige Formel und einmal eine sehr gelartige Formel. Also wir haben hier zwei sehr unterschiedliche Produkte. Um welche es geht, das erfahrt ihr jetzt. Los geht es mit einem Produkt, das einen ziemlich komplizierten Namen hat. Und zwar ist das Angel Wax Enigma Elixir Ceramic Tire Black. Also ziemlich langer Name, aber das ist ja relativ verbreitet in der Autopflege. Ist hier in diesem Fall das hochpreisige Produkt. Denn die 500 ml kosten ca. 32 Euro, also ziemlich teuer. Ist ein ziemlich gelartiges Produkt mit Keramikanteilen, wie der Name schon sagt. Also soll dann auch relativ lange dadurch halten. Soll eben diesen satten, kräftigen Glanz machen. Damit auch für relativ alte Reifen geeignet sein. Also da müsst ihr jetzt nicht unbedingt auf dem neuesten Stand sein, sondern wenn ihr eure Reifen schon eine Weile fahrt, dann ist das Produkt hier vielleicht genau das Richtige. Ja, hier ein absolut hochpreisiges Premium-Produkt. Ob es das auch wirklich halten kann, werden wir dann gleich sehen. Und das zweite Produkt ist das Jay Leno's Garage Tire Shine. Name nicht so kompliziert und Produkt auch nicht so teuer. Ich würde sagen, im Vergleich mit vielen anderen Produkten doch eher hochpreisig, aber natürlich im Vergleich zum Angel Wax deutlich günstiger. Die gleiche Menge, also 500 ml, kosten hier nur die Hälfte, also 16 Euro. Der Look ist dafür aber auch nicht so ganz satt, sondern soll eher so ein bisschen dezenter sein. Man kann das Ganze auch steuern, indem man eben mehrere Anwendungen macht. Dann wird der ganze Look nochmal intensiver. Wir werden das Ganze aber heute hier mit einer Anwendung ausprobieren. Auch da gibt es eine Auffrischung, aber es soll eben eher dieser Neuwagen-Look sein. Also von daher ein bisschen dezenter. Das Produkt ist auch ziemlich flüssig. Ich mag es immer ein bisschen gelartig, aber gerade so bei den Reifen, wo es eben diese ganzen Einbuchtungen gibt, sage ich mal, kann dann doch mal ein flüssiges Produkt ein bisschen besser funktionieren. Ist am Ende dann auch Geschmackssache. Der liebe Daniel wird euch jetzt die Anwendung zeigen. Er wird auch noch mal ein bisschen vorher den Reifen und die Felgen reinigen. Auch das ist, glaube ich, interessant. Da kriegt ihr viele Produkte zu sehen, also schaut da gerne rein. Aber am Ende werden dann beide Reifenpflegen aufgetragen und dann schauen wir uns genau an, wie dann der Effekt und der Look am Ende ist. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob die beiden Reifenpflegen was für euch sind. Das sind heute die beiden Reifenpflegen, die wir auftragen wollen. Ich werde erst mit dem One Wax die Felge reinigen, danach mit dem Gian Tire Cleaner die Reifen. Ich hole euch dann wieder, wenn alles soweit sauber ist. So, jetzt bearbeite ich den Reifen erst mit dem Tire Cleaner. Einmal einsprühen. Mit dieser Bürste schon mal einarbeiten. So, man sieht schon den Schaum. So. Noch eine Runde. Dann lasse ich 2-3 Minuten einwirken und bearbeite weiter. Dann hole ich euch wieder. Die Reifen sind relativ frisch, erst gut einen Monat drauf, aber was für eine Suppe da schon runterkommt. Jetzt tragen wir auf der Fahrerseite das Angel Wax auf. Ich habe hier schon ein bisschen reingetan. Ich sehe, das ist relativ flüssig, lässt sich somit wirklich richtig gut verteilen. So, ich mache mal den Reifen fertig und dann hole ich euch wieder. So, auf der Beifahrerseite trage ich von Jay Leno das Tire Shine auf.
zwei Tage vergangen. Hier einmal das Finish vom Angel Wax. Und wir geben einmal Wasser drauf. Und auf der Beifahrerseite das Jay Leno. They show some respect. I can't even think about it. I've been up, so read about it. No beat around it. Straight to it. No ring around it. You coming for me? We'll see about it. We'll never see it when I kick my feet up. 100 meters where I run the feet up. And go catching a nine, I'm on a pia. I had to re-up on a rear, so you stay defeated. And put it back into the bit, cause I don't really need